Moin zusammen. Ich frage mich im Moment echt, was ist bloß mit unserer Politik los? Ich blicke da nicht mehr durch. Während sich unsere Landwirtschaftsministerin und ihre ganzen Länderkollegen gegenseitig die Köpfe einhauen, wer wann was wo zur Düngeverordnung gesagt hat und wer jetzt an irgendwas schuld ist, gibt es inzwischen irgendwo so ein internes Papier, was voraussagt, dass die Verschärfung der Düngeverordnung jetzt viel schneller kommt, als alle gedacht haben und dass dieses ganze Gesülze und Geseier und uns in die Ohren gesäusele, dass man jetzt mit uns reden möchte und mit uns sprechen möchte und die Bauern werden jetzt beteiligt, wo wir echt gesagt haben, ja, wir haben was erreicht, das ist alles für den Arsch. Die machen weiter ihr Ding, die ziehen weiter ihren Stiefel durch und was mit uns Bauern passiert, ist denen letzten Endes scheißegal. Und während das hier bei uns im Landwirtschaftsministerium so läuft, dass sie da sich gegenseitig bekriegen, macht in Brüssel unsere ehemalige Flinten-Uschi ihr eigenes Ding und fährt den kompletten Mittelstand in ganz Europa mit ihrem Green Deal gegen die Wand. Ich weiß nicht, was das Ziel hinter dieser Politik ist, die da im Moment abgespielt wird. Ob man wirklich mit Gewalt versuchen will, alles an Mittelstand, an Mittelschicht kaputt zu schlagen, um es dann nachher wieder aufzubauen. Getreu dem Motto, wenn wir weiter Gewinne machen müssen, dann müssen wir erstmal einmal alles kaputt machen und dann wieder neu aufbauen. Ich habe keine Ahnung. Ich blicke da nicht mehr durch. Ich finde es aber schon sehr, sehr spannend, dass jetzt auf einmal, wo wir dann CO2-neutral angeblich Stahl produzieren können, Flinten-Uschi dann sagt, oh, dann machen wir beim Stahl jetzt Einfuhrzölle, weil sonst macht der billige Stahl aus China ja unsere Preise kaputt. Witzig, ne? Bei der Landwirtschaft war es immer scheißegal. Ich zeige euch mal den Einspieler, wo sie das sagt. Bis dahin müssten aber eigentlich ja dann Importzölle erhoben werden auf Produkte, die umweltschädlich, klimaschädlich produziert wurden und vom Ausland quasi in die EU reingebracht werden sollen. Ist das dann nicht schwierig, gegebenenfalls neue Handelskonflikte zu entfachen? Davon haben wir ja im Moment eigentlich schon genug. In der Tat, ich habe sehr deutlich gesagt, wenn wir zum Beispiel hier CO2-freien Stahl produzieren, wir sind kurz davor, das zu können, dann kann es nicht sein, dass schmutziger, billiger Stahl von außen unseren Markt schwemmt. Dann müsste man an der Grenze, wie wir das nennen, eine Carbon Border Tax einführen. Das ist schon spannend, ne? Dass sowas beim Stahl, bei der deutschen Stahlindustrie funktioniert und bei der Landwirtschaft nicht. Wenn aus Südamerika oder wer weiß woher Lebensmittel importiert werden, billiges Hormonfleisch oder Obst und Gemüse, was mit Spritzmitteln behandelt wird, die hier seit 20, 30 Jahren verboten sind, dann ist es scheißegal. Dann heißt es, nee, das ist der Weltmarkt. Da können wir überhaupt nichts machen, weil wir profitieren ja auch vom Weltmarkt. Wenn es aber darum geht, Stahl aus China hier rüber zu kriegen, dann heißt es auf einmal, jo, gar kein Problem, da legen wir Zölle drauf, dann kommt er einfach nicht hier rüber. Wo ist das Problem? Man hat ja eigentlich gedacht, dass Flinten-Uschi damals mit der Bundeswehr, den Laden hatte sie ja nun kaputt gemacht, dann schicken wir sie mal nach Brüssel, da kann sie eigentlich so viel Schaden nicht anrichten, aber die Frau hat scheinbar noch ganz andere Ziele. Die Frau hat jetzt als Ziel für sich entdeckt, Europa gegen die Wand zu klatschen. Wenn das so weiterläuft, dann bin ich mir relativ sicher, dass die nächsten Länder es den Engländern gleich tun werden und die EU verlassen werden. Und dann sind 70 Jahre, über 70 Jahre Frieden wahrscheinlich ganz, ganz schnell für die Tonne. Das wäre sehr schade und Europa ist für mich eine Riesenerrungenschaft, extrem wichtig und extrem gut. Noch nie ist es gelungen, so viele Menschen zu vereinen in Frieden und Wohlstand. Aber das, was die Politik jetzt gerade durchzieht, das wird alles zerschlagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen rufen wir jetzt erstmal auf und wollen uns solidarisieren mit unseren holländischen Nachbarn, die am 18. Dezember eine große Aktion planen, an der wir uns solidarisch beteiligen wollen. Wir wollen uns mit unseren Treckern an Hauptverkehrsstraßen hinstellen zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr mit unseren Blinklampen an und eine Mahnwache abhalten für die Kollegen in Holland und um auf uns aufmerksam zu machen und auf die Situation, wie die Politik mit uns Bauern und überhaupt mit uns Menschen hier in Deutschland umgeht. Wir rufen dazu auf, zeigt euch solidarisch mit uns, auch die Lkw-Fahrer oder Handwerker oder keine Ahnung. Stellt euch mit uns gemeinsam an gut einsehbaren Parkplätzen oder auf dem Bürgersteig an Bundesstraßen, keine Ahnung. Wo man, Hauptsache man sieht euch. Stellt euch da mit uns gemeinsam hin und lasst uns eine Mahnwache halten, wo wir zum Ausdruck bringen, dass wir so nicht mit uns umspringen lassen. Und geben wir der Politik die Chance zu reagieren und vielleicht noch das Schlimmste abzuwenden, damit Europa und wir alle eine Chance haben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns.